Vorbereitungsarbeit und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Trains in World 3, denn ich spiele das. Willkommen in Würzburg. Heute werden wir einen Zugverband bilden für den Einsatz im morgendlichen Zugdienst. Ja, das ist unser Arbeitsgerät heute. Die Baureihe 185. Die übliche Rangierlokomotive ist heute Abend nicht verfügbar, deshalb werden wir mit einer 185 aushelfen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein. Das werden wir tun. Dann sieht man, was da ankommt. Wunderschön. So, aber unsere Aufgabe ist es jetzt, na, sage mal. Gibt's das? So, wir werden uns hinsetzen. Den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Ach. So. Die Spitzensignale auf reduziert stellen. Der Rangierbahnhof in Würzburg besitzt manuelle Weichen, die von Hand gestellt werden müssen, bevor sie abfahren. Ja, das ist gut zu wissen. Was wir auch machen müssen, das sind die Scheibenwischer an. So. Dann wären wir eigentlich soweit. Müssen zuvor natürlich die Weichen stellen. Das machen wir mit der Taste 9. Gehen dann hier mal rein. So, da müssen wir hin, da stehen die Wagen. So, wie ihr seht, passt das noch nicht so ganz. Das heißt, wir gehen hier drauf. Erstmal zack und zack, das müsste jetzt passt es. Wir kommen von da, zack, zack, gut, wunderbar. Dann können wir mit der neuen wieder rausgehen, die Bremsen lösen und uns auf den Weg zu den ersten Punkt machen. Zugsicherungssysteme lasse ich mal beim Rangieren aus. Ich finde, das ist Blödsinn. So, allzu schnell wollen wir auch nicht werden. Die hier nicht der Schnellverstrecke, sondern beim Rangieren. Und erreichen knapp 20 km/h, würde ich sagen. So, das müsste jetzt sich jetzt eigentlich ausgehen. Ja, das passt. Die nächste Weiche passt auch. Wunderbar. Sehr, sehr schön. So, dann werden wir da halten. Zack. So, das nächste sollen wir wieder ankuppeln. Wenn wir das tun, während da ein ICE3 sich von dannen macht, Richtung Kassel, Fulda wahrscheinlich. So. Schon fast zu schnell, 7 km/h. Ah, sind wir ein bisschen langsam. Das war natürlich die falsche Taste. Wunderbar, was doch. Wir steigen aus. Da kommt noch ein ICE. Kuppeln das Ganze an. So, und den Steuerwagen, den müssen wir abkuppeln. Der hier hinten dran ist, den sollen wir abkuppeln. So, das haben wir auch erledigt. Haben wir den jetzt abgekuppelt? Jetzt haben wir ihn abgekuppelt. Dann sollen wir den Richtungsschalter auf rückwärts stellen. So, setzen uns hin. Dann müssen wir natürlich erstmal wieder in unsere Weichenansicht gehen.
So, wir sollen wohin? Dahin. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall diese Weiche stellen. Zack. Denn wir sind hier. Das passt. Das passt. Sehr schön. Gehen wir wieder raus. Schauen uns das von draußen an. Lösen die Bremse. Warten, bis diese sich gelöst hat. Und dann schalten wir langsam auf. Wollte gerade sagen, habe ich die Richtungsschalter nicht eingelegt? Doch. So, Steuerwagen bleibt stehen, wie es soll. Wunderbar. Wir müssen jetzt geradeaus auf den Punkt zufahren. Wunderbar, klappt. So, hätten wir das auch soweit. So, dann müssen wir das Ganze wieder umstellen, logischerweise. Führerbremsventil lösen. Und dann müssen wir wieder schauen. Ziehen wir mal die Bremse an. Wo wir jetzt hin müssen, wo wir die Weichen stellen müssen. Das ist immer ganz wichtig. So, wir sollen dahin. Würden aber hier lang fahren. Das ist schon mal nicht gut. Das heißt, wir müssen die stellen. So, die geht dahin. Das heißt, die müssen wir hier hinstellen. Da müsste es passen. Ja, wunderbar. Dann können wir losfahren. Bremsen lösen. Auf geht's. Auch das scheint zu klappen. Jetzt hier abbiegen? Genau. Wunderbar. Funktioniert doch. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Falscher Knopf. Um Gottes Willen. Den sollen wir abkuppeln. Ah, okay. Wollte gerade sagen, was stimmt denn jetzt hier nicht? So. Ach, muss man eben meinen Controller anschließen. Der hat es leider hinter sich. Akkumäßig. So. Abkuppeln. So. Steigen wieder ein. Setzen uns wieder auf unseren Sitz. Lösen die Bremse. Noch nicht ganz. Gucken wieder auf die Weiche, wo wir jetzt überhaupt hin müssen. Wir sollen dahin. Passt das denn soweit? Das passt. Das passt. Ja. Die Weichen sind diesmal richtig gestellt. Das ist gut. Gucken es wieder draußen hin. Lösen die Bremsen. Schalten langsam auf.
habe ich den Richtungsschalter noch gar nicht umgestellt, dann kann das ja auch nichts werden. Ja, wenn man nicht an alles denkt. Das müsste ja soweit passen. Ja, hupt hier mal nicht so rum. Ah, ein bisschen schnell. Die hat ganz schön Power, die gute 185, das muss man schon sagen. Vor allem Solo. Na komm, ein bisschen darfst du noch. So, jetzt sollen wir da hinten hin. Das heißt, wir werden erstmal wieder den Richtungswender nach vorne verlegen. Werden dann uns in die Weichenansicht begeben. So, wir sollen dahin. Jetzt ist die Frage, wie sind die Weichen gestellt? Das ist mal ganz wichtig, dass man das kontrolliert. Die ist nämlich schon falsch. So. Jetzt müsste es passen. Ja. Wunderbar. Dann lösen wir die Bremse. Und schalten langsam auf. Dann kuppeln wir den Steuerwagen an. Lass uns hier so ein bisschen ranrollen. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. So, steigen abermals aus. Kuppeln das Ganze an. Steigen wieder hoch. Richtungswender nach hinten verlegen. Und dann schauen wir uns wieder in den hier um. Sollen wir denn jetzt hin? Hier hin. Das ist aber nicht möglich, glaube ich. Das passt. Das passt. Also müsste passen. Das passt. Das passt. Also einfach gerade zurück. Sehr gut. Das sollten wir hinkriegen. So, lösen die Bremsen. Dann würde ich sagen, auf geht's. So. Das hätten wir auch erledigt.
Wir steigen wieder hier ein. Fahrtrichtungswender wieder nach vorne verlegen. Gucken uns wieder auf die Karte um. Sollen dahin? Wollen wir denn dahin? Nein, der muss so verlegt werden. Genau. Dann passt es, oder? Ja, der Weiche haben wir gar nichts zu tun. Genau, wir brauchen ja hier nur lang. Brauchen wir nur die Weiche verstellen. Dann passt es sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, Bremse lösen. Und aufschalten. So, das müsste sicher jetzt auch ausgehen. Das sieht sehr gut aus. Stopp, 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 stopp. Ah, lecko funny, ey. Wenn man sich mit den Knöpfen vertut, das ist echt nicht gut. Puh, das ging gerade nochmal gut. Junge, Junge, Junge. So, den erstmal wieder auf hinten verlegen. Dann aussteigen, das Ganze ankuppeln. Klar, das reicht noch nicht. Das müsste es aber passen. Passt. So, dann wieder zurück. Wieder den Fahrtrichtungswender zurück. Auf rückwärts verlegen, wieder in die Kartenansicht, sollen jetzt hin, hier hin, das heißt, wir kommen hier lang, damit haben wir nichts zu tun, ne, müssen da, zack, so, das war's, das heißt, lösen die Bremse und dann das Ganze wieder rückwärts. So. Jetzt haben wir 617 Meter vor uns. Das heißt, wir werden erstmal wieder den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Ich mache das immer so, damit ich später nicht in die falsche Richtung fahre. So, dann schauen wir uns hier um. Sollen
Wo sollen wir denn überhaupt hin? Ist da hinten hin? Oh Gott, haben wir aber einiges zu tun. Eieiei, da müssen wir jetzt ein paar Weichen stellen. Wir sind hier. Der ist richtig. Der ist richtig. Wir sind richtig, ne? Ja. Gut. Dann fahren wir hier lang. So, dann sind wir hier. Ist der auch richtig? Lassen wir mal so. Ist das jetzt richtig? Um Gottes Willen, ich weiß es nicht. So, da haben wir grün, das passt. Dann geht er hier lang. Ich denke, wir haben alles richtig, oder? Ich speichere vorsichtshalber mal ab, falls das doch schief geht. So, dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse. Dann gehen wir das Ganze mal vorsichtig an hier. So, noch scheint alles zu passen. Das ist sehr, sehr schön. So, noch haben wir grün. So, noch haut alles hin. Aber irgendwo ist hier ein rotes Signal. Und das kommt vor dem Punkt. Das heißt, wenn wir mal kurz das Stäbe kontaktieren, verweigert keine Strecke verfügbar. Das ist doch jetzt... Ihr wisst, was ich meine, oder? Wo ist denn ein rotes Signal? Könnt ihr mir das sagen? Da ist das rote Signal. 162 Meter. Kommt denn hier ein rotes Signal auf uns zu? Dieses hier wahrscheinlich. Das Zwergsignal. Aber wir müssen ja da lang. Sonst kommen wir ja nicht dahin. Aber das ist ja in diese Richtung, nicht, wenn ich von hier komme. Richtig? Kann ich es jetzt versuchen oder nicht? Was sagt ihr? Naja, ich habe ja gespeichert. Mal schauen, was passiert. Einfach mal versuchen. Weiß es nicht.
Nein. Ach, die meinen die roten Signale da hinten. Aber so weit fahren wir ja gar nicht. So, das hat geklappt, wie angezeigt. So. Das heißt, wir werden wieder den Richtungsschalter nach hinten verlegen. Uns wieder in das Kartenmenü begeben. So, dann hier stehen wir. Wir sollen hier hin. Das heißt, Weichen kontrollieren. So, die ist grün. Das passt soweit. Das passt soweit. Das passt alles. Gut, dann werden wir uns erstmal langsam wieder abspeichern. So, dann werden wir uns mal ins Außen, in die Außenansicht begeben. Bremse lösen. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, erstmal mal grün, das ist sehr, sehr schön. Schneller können wir schon werden. Wunderbar, das passt. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, dann stoppen wir kurz. Weil wir müssen nämlich jetzt da hinten hin. Das heißt, wir gehen wieder in unsere Kartenansicht. Sollen hier hin. Das heißt, müssen wir kurz die Weichen kontrollieren. Das passt. Das passt. Und das passt. Der geht dahin. Der geht dahin. Der sowieso. Dann kommen wir da hinten an. Sehr schön. Wir sprechen wieder. Wir sind jetzt so weit gekommen. Ich werde nicht nochmal von vorne anfangen. Lösen die Bremse und fahren langsam an. So. Dann müssen wir uns wieder in die rückwärtige Richtung begeben. Das heißt, wir werden das nach vorne verlegen. Die Bremse lösen, auch nicht ganz. Wir müssen ja noch vorher gucken, ob wir die Weichen verlegen müssen. Das sieht danach aus, würde ich sagen.
Die auf jeden Fall. So. Genau. Eine. Und dann geht's los. Lösen die Bremse. Wie viel haben wir eigentlich noch vor uns? Ja, schon noch ein bisschen. Schon noch ein bisschen. Naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. So. Wobei so viele Wagen stehen ja hier gar nicht mehr rum, also viel können wir nicht mal ankuppeln. Steigen wir kurz aus. Ja, schon fast den ganzen Zug zusammen. Also viel kann da nicht mehr kommen. So, hier müssen wir ankuppeln. Steigen wieder ein in unser Arbeitsgerät. Setzen uns auf unseren Hintern. Fahrtrichtungswende nach hinten verlegen. Dann das Übliche. Genau. Jetzt sollen wir nämlich... Wo sollen wir denn jetzt überhaupt hin? Andere Richtung wahrscheinlich. Ja. Dahin. So, das heißt, wir stehen hier. Die Weichen müssen eigentlich richtig gestellt sein. Das passt. Und das passt. Und dann haben wir keine mehr. Sehr gut. Da brauchen wir den ja gar nicht nach hinten verlegen, den Fahrtrichtungswender, sondern nach vorne. Lösen die Bremsen. Und schon ist das Ganze hier mal aus dieser Perspektive an. Müssen die natürlich vorsichtig sein, weil wir in den laufenden Bahnverkehr aktiv eingreifen. So, jetzt müssen wir natürlich rückwärts fahren wieder. Macht ja Sinn.
Ist natürlich jetzt wieder vorziehen und dann zurückziehen zum anderen letzten Wagen. So, müssen aber erst noch mal schauen wegen den Weichen. Wir müssen nämlich dahin. So, das heißt, wir haben eine ganze Menge Weiche hier zu stellen, eventuell. Die ist richtig. Die muss dahin. So. Das passt doch jetzt hier nicht. Moment mal, das ist so. Die geht dahin, das ist doch falsch. Bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Die geht doch hier lang. Ist doch falsch. Wobei, nee, wir müssen. Wir können ja nicht da lang, das ist hier der Wagen. Hä? Das ist richtig. Abfahren. Speichern auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal schauen, wie das jetzt wird. Lösen die Bremse. Dann schalten wir erstmal ein bisschen auf, würde ich sagen. Hoffentlich geht das gut jetzt. Sieht aber gut aus. Gott sei Dank. So, wollen wir natürlich nicht vor dem Prellbock landen. So, jetzt haben wir noch einen Waggon anzukuppeln. Das heißt, gehen wieder nach vorne. Gehen wieder auf unsere Karte. Sehen, dass wir an diesem Wagen müssen, logischerweise. Das heißt, der ist schon mal richtig, der ist schon mal falsch. Das heißt, so passt es. Wunderbar. Das heißt, wir lösen die Bremse. Drauf geht's. Auf zum letzten Wagen.
früh gebremst. So, das hätten wir auch geschafft. Fahrtrichtungswender verlegen. Dann aufstehen. Mal bis nach hinten laufen. Durch den Regen klatschen hast du sowieso schon. Die Sonne geht auch langsam unter. War das jetzt hier oder? Ah ne, da vorne. Ah, 60 Meter, meine Güte. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir natürlich wieder in unsere Lok einsteigen. So, sollen natürlich weiter vorwärts fahren, beziehungsweise weiter rückwärts. Werden aber wie gehabt abspeichern. Dann werden wir die Bremse lösen und in die Richtung weiterfahren. Jetzt natürlich den wieder nach vorne verlegen. So, sonst wird's nichts. Ah, da kommt schon RE. So, auf geht's. Natürlich wieder rote Signale und so weiter gefragt. Da muss man natürlich wieder besonders drauf aufpassen. Oh, warte mal. Ich habe gar nicht geguckt wegen den Signalen, wegen den Weichen, um Gottes Willen. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da. Ich schieb hier einfach los und hab noch gar nicht kontrolliert. So. Das passt. Wir kommen hier an. Die Weiche hat nichts zu sagen. So, hier sind wir. Die passt auch. Ja, gut, dann passt es. Lösen die Bremse. Dann kann's losgehen. So, wir haben grün.
So, dann wieder mal den Batterierungswender verlegen. Uns auf der Karte umsehen, wo wir überhaupt hin müssen. Wir sollen dahin. Gut, dann tun wir das. Müssen natürlich vorher die Weichen kontrollieren. Das passt soweit. Genau. Das lassen wir. Das passt auch. Also müsste eigentlich sich ausgehen. Ja, dann schauen wir mal, ob das sich ausgeht. Speichern ab. So. Schauen uns draußen wieder um. Lösen die Bremse. Jetzt habe ich Bahn verloren. Wie haben wir jetzt den Fahrtrichtungswender? Rückwärts oder vorwärts? Vorwärts müssen wir den haben. Nee, schon richtig so. Schon richtig so, ja. Ja. Schon richtig so. Balkon gibt doch Gas. Beziehungsweise Leistung. Das sieht sehr gut aus. So, sollen wir die entkuppeln? Macht Sinn, weil wir wahrscheinlich Steuerwagen voraus in den Bahnhof einfahren sollen. Und deswegen müssen wir die Lok umsetzen. Gut gemacht, wir können die Lokomotive nun zum Rangierbahnhof zurückbringen. Ja, sehr schön. Kommt noch was? Wir setzen uns wieder hin. Führer Richtung Schalter vorwärts. Gucken uns hier wieder um. Das ist unsere Lok. Wir sollen ein ganzes Stück wieder zurück. Dahin. So, wir haben eine Weiche zu stellen. Sehe ich das richtig? Ja. Die ist richtig gestellt. Das heißt, wir speichern das Ganze ab. So. Lösen die Bremse. Und dann schalten wir langsam auf.
Ich dachte, die falsche Seite gewählt. Tatsächlich. Und dann ist das so. Kann passieren. Bin gespannt, was danach passiert, wenn wir die jetzt da gleich abgestellt haben am Rangierbahnhof. Jetzt haben wir erstmal rot. Das heißt, wir sollen auf Signalwechsel warten. Dann tun wir das. Wir können uns noch ein bisschen näher ranwagen. Oder kommt da jetzt der Grund? Ja, da kommt der Grund, warum wir nicht fahren dürfen. Warum hat der Steuerwagen Spitzensignale an und keine Schussleuchten? Gute Frage. So, wie sieht's aus, Kollegen? Wagen wir uns mal ein Stückchen näher ran hier. So kann ich den jetzt nicht mehr fahren. Kommt noch ein ICE. Jetzt haben wir grün. Jetzt passt es wieder. Also wie gesagt, bin gespannt, was passiert, wenn wir da im Rangierbahnhof wieder stehen. Weil da stand noch, dass wir den Zug noch in den Würzburger Hauptbahnhof reinschieben sollen. Sollen wir das mit einer anderen Lok machen oder so? Ich weiß es nicht. Also ich spiele dieses Szenario auch zum ersten Mal. Zu finden ist dieses Szenario nirgendwo. Ihr werdet es nirgends finden. Ich werde euch bei Zeiten in einem gesonderten Video zeigen, wie ihr das Szenario zu packen bekommt. Beziehungsweise wie ihr es spielen könnt. Aber nur wenn genug Interesse dran besteht. Sprich von den Kommentaren und von den Likes her und besonders von den Aufrufen her. Muss das schon stimmen. Sonst macht es, glaube ich, keinen Sinn. So, jetzt sind wir wieder wie angezeigt zurückfahren. Dann tun wir das. Hier stehen wir, sollen hin. Da hinten hin. Keine Weiche zu stellen, wie es aussieht. Können wir einfach durchfahren, es sei denn, die Signale blockieren uns, aber das sieht, naja, schauen wir mal. Wie gehabt, abspeichern, das erste Signal ist schon auf grün gesprungen, das ist sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, Bremse lösen. Warten, bis die sich gelöst hat. Und dann geht's los.
Wie gesagt, ich fahre dieses Szenario ohne Zugsicherungssysteme. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. So, das nächste rote Signal ist außerhalb unserer Reichweite, beziehungsweise ist hinter dem Stop. Also passt das. So, ich sehe da hinten schon den Punkt, wo wir stehen sollen. Ich denke, dann schließt sich das Szenario auch. Wir haben unseren Zug zusammengestellt. Und ein Kollege wird ihn dann in den Bahnhof reinschieben. Am morgigen Tag, am heutigen Abend, wer weiß. Unsere Arbeit ist erledigt. Ein Stück können wir noch. Komm. Ach, noch nicht. 5 Meter. Ach so, viel noch nicht so pingelig. Also. Nee, wir sind noch nicht fertig. Jetzt sollen wir in den Würzburger Hauptbahnhof. Na denn. Dann machen wir das. Da stehen wir, um bei Weichen zu stellen. Sieht nicht danach aus. Nö, dann können wir lossausen, hätte ich schon fast gesagt. Lösen die Bremsen, das haben wir. Aber wir haben gleich erstmal rot. Oder zeigt er das jetzt gleich nicht mehr an, wenn ich in die richtige Richtung fahre? Na komm. Ne, jetzt haben wir grün. Wollte schon sagen. Trotzdem nicht zu schnell werden. Jetzt haben wir nämlich gleich wieder rot. Ganz cool. Das sieht man im Bahnhof. Oh, das ist wieder so knapp. Deswegen. Ja. Unser Zug, den wir zusammengestellt haben. Und jetzt aufs Nebengleis. Ich denke mal, dass sich das Szenario dann dort schließt. Das andere wird jetzt irgendwie keinen Sinn machen. So, da fahren wir auf unser Nebengleis zu. Wunderschön. Hier schon mal ein bisschen bremsen. Ich bin nämlich sonst so heiß mit dem roten Signal.
So, sehen Sie, jetzt müssen wir nämlich abrüsten hier. Setzen Sie den Richtungsschalter auf aus. Das tun wir. Die Schallmischer auch aus. So. Die Spitzensignale auf normal. Den abklemmen. Verlassen Sie den Führerstand. Ja, dann tun wir das. Würde sagen, in diese Richtung. Gut gemacht. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Na komm. Bekommen wir den Gold oder bekommen wir überhaupt irgendwas? Eine Goldmedaille. Sehr schön. Ja, benötigte Zeit 1 Stunde, 1 Minute, 9 Sekunden. Ich denke, das geht für dieses Szenario. Für ein bisschen Rangierarbeit. Wie gesagt, das Szenario findet ihr nirgendwo in der Auswahl. Weder im Fahrplanmodus noch im Karrieremodus. Ich zeige euch bei Zeiten, wie es zu finden ist. Wenn ihr Fragen habt, fragt in den Kommentaren. Ich zeige es euch gerne im gesonderten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Lasst einen Daumen nach oben da. Wäre ganz süß. Ihr hört mich dann in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Mir geht's mittlerweile wieder relativ gut. Ich war ja ein paar Tage aus dem Verkehr gezogen. Das hat sich Gott sei Dank wieder gelegt. Und ja, bis dahin, denkt an das neue Projekt, was in den kommenden Tagen auf meinem Kanal stattfinden wird. Was es ist, sag ich noch nicht. Ihr werdet sehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Haut rein. Bye, bye.